Hey ho, Freunde, wir müssen reden. Mittlerweile gibt es kaum noch gute Berichterstattung, irgendwas Positives, alles ist nur noch negativ. Und das wird sich im Jahr 2024 auch für die Logistikbranche nochmal verschärfen. Ich dachte, ich werde da einfach mal ein Thema drüber machen, weil ich habe das so im Hinterkopf gehabt. Weil im Jahr 2024 wird die CO2-Maut für LKWs eingeführt. Und was das zu bedeuten hat, das werden wir mal in diesem Video mal thematisieren. Welche Einschränkungen, die Logistikfirmen haben, was uns dann als Kunden, Endverbraucher auch noch auf uns zukommt. Das werde ich ganz kurz mal anreißen, weil ich habe dieses Thema auf den Logistikkanal gesehen. Das ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Ich werde es unten auf jeden Fall verlinken. Solltet ihr euch auf jeden Fall mal angucken und ein Däumchen da lassen und dann vielleicht schöne Grüße von Maximus da lassen. Und ja, überall wird alles teurer. Und was das bedeutet, ja, ich habe mir extra dafür einen Scania 770S Super V8 zugelegt, weil die werden definitiv ordentlich CO2-Steuer bezahlen. Also, wir werden jetzt ganz normal auf der Autobahn langfahren und dann geht's erstmal los. Ist das wie eine Thementour? Ja, eigentlich schon. Aber ich möchte, dass ihr trotzdem sachlich bleibt, weil es hilft niemand, wenn wir hier ja unsachlich sind. Und ich habe hier schon den ganz neuen Scania. Natürlich noch nicht von SCS, ne? Das ist natürlich klar, ne? Okay, lass uns einfach mal fahren. Also, es ist ja so, was ist oder was sind vielleicht die Ambitionen der Regierung? Weil wer soll sonst dieses Gesetz durchführen? Natürlich ist doch klar. CO2-Steuer. Und da müsst ihr wirklich dieses Video nochmal vom Logistikkanal angucken, weil es ist verdammt wichtig. Ja, vielleicht guckt ihr, macht ihr Pause, guckt das Video an und dann kommt ihr nochmal zurück und meine Meinung dann nochmal zu hören. Aber ich will es nur ganz grob zusammenfassen. Ja, natürlich möchte man durch, ich würde mal sagen, durch eine Abgabe, die Leute dazu führen, dass sie ein Umdenken haben. Jetzt könnte man sagen, ist das irgendwie wie eine Zwangsabgabe? Ich werde ja irgendwo gezwungen, wie das mit der Wärmepumpe, ja, was jetzt natürlich auch wieder im Eimer ist, weil ja die 60 Milliarden, die sie dafür nehmen wollten, die sind nun mal weg, ne? Ja, dumm gelaufen. Ja, das ist halt, wenn ein Kinderbuchautor, eigentlich wollte ich nie politisch sein, aber mittlerweile regt mich das einfach nur auf, was jetzt heutzutage so passiert. Aber es geht jetzt zum Wochenende und da wollen wir eigentlich mit einem guten Elan ins Wochenende. Deswegen heute Abend 20 Uhr, da ist nochmal Race Day, da wird es wieder lustig. Aber welche Ambition hat man? Die Idee, dass man vielleicht dazu kommt, dass man alternative Antriebe vielleicht so ein bisschen in den Fokus nimmt, ist ja jetzt erstmal gar nicht so verkehrt. Ja, die ersten Hersteller von Trucks, die haben schon Elektro-LKWs auf dem Markt oder werden sie in den nächsten Monaten oder Jahren einführen, vielleicht sogar auch für einen Euro-Truck-Simulator, dass wir da auch nochmal sowas kriegen. Ich weiß, es ist gespaltene Meinung, ne? Hier fahre ich jetzt mit einem V8 und nachher summt er einfach nur. Aber es ist einfach nicht umzusetzen. Bis 2030 wollen sie die Infrastruktur oder besser gesagt wollen sie es irgendwie so umkriegen, weil es soll durch die CO2-Maut um die 7 Milliarden nochmal zusätzlich in den Haushalt reinkommen. Jetzt aus dem Video von dem Kanal, Logistikkanal, haben sie es ganz gut aufgeschlüsselt, dass das gar nicht machbar ist. Die müssten jeden Tag das um die 94.000, sagen wir mal, LKWs stehen jeden Tag irgendwo auf den Rastplätzen. Wir haben gerade mal 71.000 Plätze frei für Rast, aber LKW-Stellplätze, dass sie übernachten können. Also das ist schon mal ein Defizit von über 20.000 Plätzen. Und jetzt bis 2030 über 90.000 Ladestationen. Es gibt natürlich schon Ladestationen, aber im Umkehrschluss müsste man jeden Tag 40 neue Ladestationen bauen. Mit der Bürokratie, und ich arbeite selber in der Behörde, und ja,
Es gibt natürlich in manchen Bereichen schon sinnige Gesetze, aber wenn man irgendwas durchziehen muss, dann muss man einfach sagen, hey, egal, Ausschreibung, EU-Recht, das ist jetzt ausgesetzt, wir müssen zack, 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 dann sieht es auch anders aus. Des Weiteren ist ja so, dass ein LKW so im Schnitt 600 Kilometer fährt. Er fährt 600 Kilometer und die besten Batterien gibt es noch gar nicht, die 600 Kilometer. Dass man so sagen kann, okay, er fährt jetzt auf die Raststätte und dann legt er sich hin und macht sein Nickerchen. Wäre da alles gar kein Problem. Ne? Dann hast du Stau und du brauchst einen gewissen Puffer. Ja? Du kannst ja nicht, oh Gott, ich habe nur noch Restreichweite von 20 Kilometern. Oh, ja, ist blödsinnig. Dann hat der LKW-Fahrer natürlich seine Dreiviertelstunde Pause. Ja? Die gesetzliche. Das bedeutet, naja, dann könnte er ja dann aufladen. Aber wenn der LKW jetzt mal leer ist, dann braucht er 2 bis 2,5 Stunden, wenn nicht noch länger, bis er dann voll ist. Also, was ist in der Zeit? Und Betankungszeit, so wie aus dem Kanal zu hören war, ist Arbeitszeit. Wer bezahlt denn das? Niemand. Also, ist das, also, ich kann ja nicht irgendwo was fordern, muss ich sagen, wenn ich gar nicht die Infrastruktur habe. Dieses Projekt, wo sie hier die LKWs mit so einer ja, Lademöglichkeit hier über den Schienen, also über die Straße hier, ja, wie so eine Eisenbahn, ihr wisst schon, ne? Dass man hier an der Autobahn überall so eine Dinger. Ich denke mal, das ist auch so eine Totgeburt. Es gibt Alternativen, ja? Ob nun Wasserstoff die Alternative ist, dahingestellt. Ja, aber es gab, ich habe damals gehört, ich weiß aber nicht mehr hundertprozentig, wie sich das Verfahren nennt. Man kann mit chemischen und noch irgendwelche Sachen, ich weiß nicht, ob das so ein Ethanol, Bioethanol oder irgendwie sowas in der Art war. Jedenfalls, man kann diese Motoren, die man jetzt schon hat, ja, nutzen, um dann eine gewisse Flüssigkeit reinzumachen, das alles noch an der Probung, bla bla bla, kommt irgendwann mal. Aber ich glaube, es war nicht Ethanol. Das ist noch zu weit weg. Ja, und da könnte man das so nutzen. Weil das Problem ist, woher nehmen wir denn die zusätzliche Energie? Man bräuchte so und so viel 100, sagen wir mal, Gigawatt jeden Tag, dass die LKWs laden. Die Netze sind nie ausgebaut und und. Und dann haben wir auch nicht die Kraftwerke, die quasi diesen Strom auch erzeugen können. Das bedeutet, die Kohlekraftwerke müssen wieder hochgefahren werden oder Gaskraftwerke, wo wir das Gas durch Fracking oder auch was weiß ich holen. Ne? Lange ja, Lieferwege und und. Obwohl wir in Norddeutschland. Man ist ja mit der Technik schon ein bisschen weiter, mit dem Fracking, dass nicht mehr ganz so viel Schaden und so viel Gifte in den Boden kommen. Ja, solange wie der Dreck woanders ist, nicht in Deutschland, ist ja alles immer gut. Ne? Wir denken manchmal zu sehr nicht global, sondern auf unserer kleinen Insel. Aber ja, wir sind ziemliche Egoisten. Ja, also das, was ich so manchmal in der Regierung da höre. So. Und ja, dann schmeißt man das an. Und das macht mehr Dreck, wenn die ganzen LKWs weiterfahren müssen, wenn es Euro 6 LKWs sind. Ja. Also ich verstehe das nicht, ja. Wir haben keinen Strom, keine Infrastruktur für Strom und wollen dann trotzdem dann jetzt mit Macht überall diese Mautstation nochmal zusätzlich steuern machen. Und ich war sowas von erstaunt, dass eigentlich ist ja eine Doppelsteuer, war das nicht irgendwie gar nicht, dürft man das eigentlich? Weil wenn ich jetzt mal schaue, der hat da ein schönes Beispiel gemacht. Ein Liter Diesel 1,73, ich glaube schon wieder teurer. Und was da an erstmal Roh Material, also der Liter Diesel, wie teuer der ist, ja, was die Raffinerie raushaut und dann die ganzen Steuern drauf, bam, 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 bam. Ganz ehrlich, wow, ja, also ich wusste schon, dass es da eine Doppelbesteuerung gibt,
Aber wie das jetzt gerade so aufgebaut ist, dann die Ökosteuer und die Steuer und das und hast nicht gesehen. Und der nächste Clou ist ja, es wird ja die nächsten Jahre auch nicht günstiger. Ich glaube, CO2-Tonne ist jetzt 40 Euro. Und dann soll es, oder 30 Euro, und das soll dann in den nächsten Jahren höher gehen, bis zu 60 Euro. Und das wird natürlich alles auf den Verbraucher abgewälzt. Ganz ehrlich, wie sollen wir denn mobil bleiben? Ja, die Bahn, die, wenn sie fährt, unpünktlich und zu spät, da sollen wir uns darauf verlassen. Ja, überall sind Bauarbeiten. Ja, also ganz ehrlich, ich bin wirklich sowas von sprachlos, dass man von der Ideologie einfach so geleitet wird, dass man gar nicht weiß, was man den einzelnen Bürger antut. Ja, gerade die, die arbeiten sind, und die sind doch wirklich die Idioten, ja, die früh morgens aufstehen. Bürgergeld erhöhen sie um 12%. Ja, wo ist meine 12%? Ja, aber dann kommen wir in so eine Spirale, wenn jeder irgendwo mehr, also ganz ehrlich, die brauchen nicht das Auto von A nach B. Die stehen irgendwann und off, ja, gucken Hartz IV TV und dann sind sie glücklich und zufrieden. Ich will jetzt nicht alle über einen Kamm scheren. Das auf jeden Fall nicht. Ja, aber wenn ich hier überlege, was ich muss die Miete zahlen, ne, gehst da die ganze Versicherung, die Autoversicherung und, weil du das ja brauchst, um auf Arbeit zu fahren, dann sparst du Geld, um dir irgendwann mal wieder ein Auto zu holen. Wenn du das nicht alles hast, ja, kommst du. Also ich denke mal, der ein oder andere kommt dann mit nichts tun besser weg. Ja, wie gesagt, wenn ich rede jetzt nicht von den Leuten, die nichts dafür können. Ja, ich rede von denen, die arbeitsfähig sind und nicht wollen. Aber ich schweife schon wieder ab. Der hat ein Beispiel gemacht, und zwar, wenn das alles teuer wird, wird natürlich der Logistiker sagen: Pass mal auf, das ist jetzt alles ein bisschen teurer. Und dann wird die Ware teurer. Ja, das wird dann auf den Konsumenten dann umgeschlagen, ist ja klar. Für eine vierköpfige Familie rechnet man circa 400 Euro, die CO2-Maut mehr kosten will. 400 Euro. Ey, sag mal, dann hast du noch die anderen Kosten, die ja noch alle. Also, ich weiß nicht mehr, also irgendwie habe ich das Gefühl, dass das alles gar keinen Wert mehr hat. Wenn man jetzt mal schaut, wir sind das Land auf Platz 3. Hinter Amerika, hinter China sind wir auf Platz 3 mit den Steuereinnahmen. Jetzt muss man auch mal gucken, Amerika hat mehr Einwohner, China hat noch mehr Einwohner und ist auf Platz 2. Und auf Platz 4 ist Japan. Und wir sind auf Platz 3 der ganzen Welt von den Steuereinnahmen. Ich glaube, 1 Billion nimmt Deutschland nächstes Jahr ein. Aber wir haben höhere Ausgaben. Ja, weil die Sozialausgaben eben immens hoch sind. Ja? Wenn mehr arbeiten würden, oder das Rentensystem muss reformiert werden. Also, das ist ja auch, da geht ja schon so viel weg in den Sozialkassen. Und ja. Ist schon heftig. Also, ich habe schon ein bisschen Bammel. Ich möchte euch jetzt gar keine Angst machen. In den nächsten Videos werden wir nicht darüber reden. Aber gerade für die Logistikbranche, wie sollen die das stemmen? Ja, wenn die aus Osteuropa, die haben natürlich irgendwie einen Vorteil. Die tanken den Sprit, die müssen natürlich auch Maut bezahlen und die CO2-Steuer, ne? Aber die werden nicht an der Tanksäule nochmal geschöpft. Die sind doch clever. Die tanken dann noch in Polen, Tschechien oder wo auch immer. Tanken die, fahren. Denn hierhin, also der Wettbewerbsvorteil, den sie die Logistikbranche hier in Deutschland sowieso schon nicht hat, der wird dann weiter runtergehen. Dann wollen sie noch die Maut auf LKWs auf 3,5 Tonner machen und. Das, was die Wirtschaft irgendwo noch am Laufen hält, machen sie jetzt kaputt. Wenn, das können sie ja machen, wenn wirklich. Die Bahn, ja, wo Roll-on, Roll-off, wo die LKWs schnell auf die Schiene und dann zack, zack, zack. Ja, aber wenn wir nicht mehr die Infrastruktur haben, keine Strominfrastruktur, eigentlich haben wir gar keine Infrastruktur. Ganz ehrlich, ich bin kein Ökonome, aber wenn ich die Leute da höre, die Kinderbücher schreiben oder abgebrochenes Studium und ja, in ihrer bunten Blase leben,
die eigentlich, und da muss man wirklich sagen, Politiker sollten vielleicht doch mal irgendwo, wenn sie irgendwann mal Führung übernehmen sollen, ja, vielleicht mal in einen solchen Bereich mal gearbeitet haben. Ja, also nicht einfach nur Studium, wenn sie wenigstens mal Studium dann auch haben, nicht einfach abbrechen. Ja, das ist jetzt ein ganz schöner Front, aber ich bin irgendwo ein bisschen traurig, ja, wo das jetzt hingeht, ne? Und man sieht es ja auch in der Gaming-Industrie. Keiner traut sich irgendwie innovative Sachen zu machen. Ja, wir werden uns daran gewöhnen, dass ein Spiel dann wirklich mal 100 € kostet. Ihr werdet euch wundern, wie teuer wahrscheinlich GTA sein wird. Vielleicht werden wir GTA die Standard-Edition für 80 € kaufen und eine andere Edition für 120 €, wenn ihr da ein paar so zusätzliche Sachen haben wollt. Ja, das wird kommen. Ja, und da sind ja alle heiß auf das Game, ne? Auch für den Euro Truck Simulator wird es wohl oder übel irgendwann mal höhere Abgaben geben, ja? Wo wir sagen, ey, pfuh, ja, aber es wird alles teurer. Und wer da nicht mitspielt und da jetzt sagt, nee, das zahle ich nicht, ne, okay, dann ist es eure Sache, ne? Aber wie gesagt, mal gucken, wo die Reise hingeht. Ich bin so ein bisschen, naja, ich lasse mich gerne überraschen. Vielleicht wird es doch nicht so und 2024 wird ein gutes Jahr. Aber so wie es aussieht für die Logistikbranche, und ich glaube nicht, dass die es dann nochmal irgendwie wegmachen. Wer von euch ein Fuhrunternehmen oder vielleicht selber eine Firma hat, ich denke, der eine oder andere wird dann sagen, dann mache ich den Laden zu. Der und dann stehen wir im Kaufland oder in anderen Supermärkten oder an der Tankstelle. Und so wie in England, wo die Lkw-Fahrer gefehlt haben, weil sie nicht überlegt haben und die Visa für die ganzen osteuropäischen Fahrer nicht verlängert haben, auf einmal hatten sie keinen Sprit mehr. Ja. Vielleicht müssen die einfach mal Szenario durchspielen und mit den Leuten reden, die es betrifft. Genauso, wenn die fordern, wir wollen das und das so schnell wie möglich umsetzen. Aber haben die jemals irgendwie mit Betroffenen geredet? Ich erinnere nur mal ganz kurz zum Schluss, wenn es Gesetzesänderungen im sozialen Bereich gibt, wo ich auch tätig bin, dann kommt es manchmal so kurzfristig und die haben ein ganzes Jahr Zeit. Ja, und dann hat man nur noch ein paar Wochen, das alles umzusetzen. Und dann sitzt du da. Und Gesetzesänderung ist immer meistens zum 1.1. Und deswegen habe ich schon seit 2015, ja, 14, 13, 14, seitdem zwischen Weihnachten und Neujahr nicht einmal mal so richtig ab Weihnachten Urlaub genommen und dann bis Januar rein. Never ever. Meinen Tag. Ja, ich will jetzt nicht rumjammern, ich gebe auch gerne, nicht gerne meine Arbeit ab. Ich will ja immer die Kontrolle haben. Ich bin da eher so ein bisschen Kontrollfreak, muss ich ehrlich sagen. Aber ja, aber es trotzdem. Naja, wir lassen uns mal überraschen. Heute mal ein bisschen sanfteres Video. Aber ich möchte gerne eure Vorschläge, eure Ideen. Wie könnte man das vielleicht auch anders machen? Oder ja. Wird die deutsche Logistikbranche dann den Keller runtergehen? Den Keller runtergehen. Naja, aber wir sehen uns heute Abend um 20 Uhr. Da geht es dann wieder richtig los. Race Day. Da haben wir wieder gute Laune, okay? Da verbraten wir wenigstens schön Benzin. Und ich habe nicht gesehen, dass auf der Rennstrecke irgendwo eine Mautstelle ist und dann Öko-Abgaben machen müssen. Aber okay, da ist ja auch alles versteuert. Lassen wir das Thema. Spart euer Geld und ich habe ganz vergessen, meinen Kaffee zu trinken. Jetzt ist er kalt. Ja, Prost Mahlzeit. Also mit den Worten sage ich, haut rein, macht's gut. Bis heute Abend. Bye, bye.